Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch natürlich ganz herzlich, dass ihr wieder da seid, hier zu einer neuen Folge OMSI. Wir sind heute auf der Karte Bad Hügelsdorf unterwegs und schauen uns das Ganze heute mit dem Setra an, den 415 NF. Und ja, wir sind auf der Linie, lasst mich lügen, da haben wir's. 314 nach Großweier unterwegs. Ihr seht, wir fahren Stadttheater, fahren wir los. Und dann geht es dann über Hauptbahnhof, Stadtklinik, Schloss Larnhalt, Bergdorf und dann Endhaltestelle Großweier. So sieht heute unser Plan aus. Und so wie es ausschaut, sind wir hier ja in 22 Minuten. Das ist eine schöne Dauer. Und von daher würde ich sagen, wir rüsten das Ganze mal auf jetzt hier und schalten mal alles hier an. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Bad Hügelsdorf bin ich auch noch nicht gefahren, muss ich dazu sagen. Ich habe noch einfach so unglaublich viele Karten mir einfach noch gar nicht angeschaut. Ich weiß gar nicht, eigentlich sollte ich mich doch gar nicht beschweren. So, 300, was war das, 13? Achso, warte mal. Doch, das stimmt so, oder? Route, falsche Route. Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. 314 sind wir nämlich. So, Linie, Kurs, 314... Und Route 01, so nach Großweier. Das passt doch, das schaut schon mal ja ganz gut aus hier. So, und dann können wir weiter aufrüsten. So, Licht an. Und Heizung, zup. Sonst meckern die gleich wieder alle. Ist so kalt hier. So, ach, den fahre ich auch sehr gerne hier, den Setra. Soll ja jetzt wohl irgendwann jetzt demnächst ja ein weiterer neuer Bus erscheinen, ein Iveco. Bin mal gespannt. Oder Iveco. Iveco, ne? Sag mal dazu. Iveco. So. Wir spulen mal die Zeit vor, denn ich glaube, wir hatten jetzt 30 ist Abfahrt. Machen wir jetzt hier 25. So. Und dann können wir losfahren. Und dann können wir hier unsere Fahrgäste einsteigen lassen. 314, na, das schaut doch ganz gut aus. So, kommen Sie rein. Guten Tag. Hallo. Oh, das waren andere Stimmen, oder? Also, Manfred hat auf jeden Fall eine andere Stimme. Ja, die haben jetzt hier alle die Standardstimme. Hallo. Der Bus muss mal richtig angefeuert werden. Oh. Die Alte hat jetzt noch gefehlt, ja. Moinsen. Moinsen. Hallo. Grüß miteinander. Hallo. So, Gott sei Dank haben wir uns ein bisschen früher hingestellt. Das dauert ja doch schon eine Weile hier. Moinsen. Moinsen. So, wunderbar. Sind alle drin? So, wie sie es gehört. So, 340 gehen da links. Auch schöne Pfeile auf jeden Fall. Ja, Bad Hügelsdorf ist auf jeden Fall eine Karte, die existiert schon länger. Würde mich nicht wundern, wenn das sogar noch OMSI 1 Zeitalter ist. Ich glaube aber nicht, dass so alt nun doch nicht. Aber auf jeden Fall, sie hat schon ein paar Jahre, ist sie glaube schon. Ja, also das ist schon Wahnsinn. Bad Kinzau gibt es ja auch noch, habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Also ich habe hier echt viel nachzuholen. Und ich muss auch irgendwann mal die legendäre Karte Römerberg mal fahren. Das habe ich mir auch schon, müsste ich mir auch mal angucken. Habe ich auch noch nicht gemacht. Habe ich auch noch nicht gemacht. Bin ja immer mal noch so ein bisschen auf der Suche nach neue Leitstellenkarten. Vielleicht so Karten, die nicht so riesig sind. Weil je mehr Linien halt da sind, ne, desto mehr können natürlich mitmachen. Desto weniger Linien da sind, desto weniger können natürlich mitmachen. Das ist logisch. Aber wir haben hier auf jeden Fall zumindest schon mal drei Linien. Da könnte man schon wieder einiges mitmachen. Jetzt müsste man natürlich gucken, wie oft fährt hier ein Bus. Ja, wenn er alle 20 Minuten fährt, dann schaut es eigentlich ganz gut aus. Wenn er jetzt natürlich aber nur einmal in der Stunde fährt, dann kannst du es eigentlich auch schon wieder knicken. Weil zu dritt ist natürlich dann doch ein bisschen mau.
Also von daher immer noch so ein bisschen auf der Suche nach neuen Leitstellenkarten. Mal gucken, vielleicht taugt die hier was. Das wäre natürlich was Großartiges. Wäre ja auch praktisch, wenn wir denn eine Karte finden vor dem großen Event, denn welches ja jetzt demnächst stattfinden soll, hier unser 1000 Abonnenten Special, ja, da habe ich mir schon einiges vorgenommen, auf jeden Fall freue ich mich auch tierisch drauf, mit euch da die Zeit zu verbringen, ja, also das könnte schon ganz nett werden, auf jeden Fall, was man da sagen kann, das ist natürlich in Form eines Livestreams selbstverständlich, ne, und wir werden auf jeden Fall, wir werden Omsi spielen, wir werden Lotto spielen, wir werden Zusi spielen, wir werden den Train-Simulator spielen. Also alle die Simulatoren, worauf ich wirklich, wirklich Bock habe, ja, die werden wir dann natürlich hier im Livestream natürlich dann spielen. Und ja, freue ich mich drauf. Das kann nur gut werden. Und natürlich werden wir da auch selbstverständlich eine Leitstellenfahrt wieder machen. Und da wäre natürlich dann eine neue Karte schon ziemlich cool. Ich hatte letztens irgendwen gehabt, der meinte so, weil ich ja jetzt so eine britischen Strecken jetzt noch angeschaut hatte hier, diese eine Karte, wo ich den Namen auch schon wieder vergessen habe. Lange Straße, Badener Weg. Oh, was denn jetzt? Jetzt hat er schon wieder ein bisschen weitergespult hier. Da haben wir erstmal noch den Hauptbahnhof, Keule. Vom Stadttheater sind wir losgefahren, genau. Richtung Großweiher. Jetzt muss ich gerade noch mal überlegen. Ob das jetzt richtig war. So, jetzt sind hier bloß noch Pfeile abgebildet. Ich hoffe, dass da auch irgendwann noch die Nummern denn dastehen. Weil wie gesagt, insgesamt gibt es hier drei Linien. Und wenn die jetzt natürlich hier alle in die gleiche Richtung zeigen, weil ich meine, macht ja natürlich Sinn, wenn die alle da langfahren, dann braucht man da nicht drei Pfeile oder sowas. Aber immer so eine kleine Beschriftung fände ich persönlich immer gar nicht so verkehrt. So, auch mit der umgefahrenen Ampel, das finde ich auch ziemlich cool. So eine kleine Events hier. Richtig war ja hier. Tja, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ganz nett. Auf jeden Fall unser Special. Bin ja noch am Überlegen, ob ich da mal noch so ein Gewinnspiel mit verpacke oder nicht oder doch. Hängt natürlich davon ab, was man auch so organisieren kann. Ist mächtig. Würde ich mir gerne mal anschauen wollen. Die Performance ist ja hier natürlich schon wieder unterirdisch. Ah, das sind aber 2D-Objekte. Also so 2D-GIF-Bilder. Also nicht GIF, sondern PNG, so rum. So, jetzt hab ich's. Oh, wollen die jetzt echt alle mit? Ach, die meine Güte. Ich bin im falschen Bus ausgewählt hier.
mir alle gar nicht ein, wa? Eieiei. Lange Straße, Badener Weg. Oh, genau. Stehe ich so blöd hier, dass ich mir einfach komplett alles zugestellt habe hier. Das müssen wir doch. Stehen wir hier auf dem. Stehen wir mittendrin hier. Müssen jetzt außen rumlaufen. Tut mir leid. Aber ich wollte jetzt auch nicht voll in die Eisen drücken. Schloss Larn halt. Ein Schloss. Fast wie Neuschwanstein. 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 So. Und nur fast, ne? Hier 40, ich spit 40 hier. 50. Boah, der bremst aber auch. Holy shit. Gefühlt überhaupt nicht. Guten Tag. Das war's schon. Alles klar. Alte Ziegelei. So, alle Linien und da geht's zum Betriebshof. Okay. Also müssen wir Richtung alle Linien. Weiß nicht, also das ist halt, was ich ja schon mehrmals erwähnt hatte tatsächlich, dass ich halt persönlich halt doch echt viele Karten installiert habe, aber so wenig gefahren bin. Was halt denn sowieso immer auf diese Altbekannten immer hinausläuft, X10, Rurau. Ja, das ist dann halt schon immer... Ich glaube, dass ich dadurch halt bestimmt schon gute Karten wirklich verpasst habe. So, alle Linien. Schon wieder Verspätung, ey. Alle Linien. Oh. Jetzt ruckelt's auch gerade. Eieiei. Ruckel, ruckel. Die
Ja, Leute, so ist das. So ist das. Ihr habt ja jetzt gesehen, ne? Läuft jetzt auch gerade aktuell wieder mal ein bisschen mehr Lotus, wo ich meine VR-Brille mal wieder rausgekramt habe. Also VR ist schon eine coole Sache, eine richtig coole Sache. Ich meine, ich kann es absolut nachvollziehen, dass man hier nichts mehr so in der Richtung macht, hier mit VR, und hast da alles nicht gesehen. Schon schade. Aber wenn irgendwann mal Lotus ja funktioniert, dann hoffe ich ja, dass ich ja dementsprechend denn da Bus mit VR-Brille fahren kann. Schlecht hier war so eine schöne. Baustelle hier. Oder die Ziegelei. Es will keine Aussteige gehen. Ach, ich glaube, mein Bus ist voll, deswegen steigt hier keiner mehr ein. Das macht natürlich Sinn. Das macht Sinn, ja. Weil natürlich keiner aussteigt, können natürlich keine neuen mit. Sagen, da fährt ja auch nur ein Solo-Bus, also wie viele Menschen sollen hier reinpassen? Ah, jetzt steckt wieder in der Bus. Achtung! Viele Pfeile gerade. Mal kurz nachgucken. Nachtlinie. 316, 314. Hier sind wir rum. Okay. Sehr enge Straße hier. Das ist mir auch egal, ja. Da bin ich im Bordstein mit, ey. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben immer vernünftig hier. Da war die Leitplanke im Weg. Schön aufgerissen hinten. Traumhaft. Oh, ist die hier Zetern können heute?
dieses Gerucke hier auf der Tour. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber ich bin nicht der Einzige, hier wurden schon mehrere Schilder umgefahren. Hier. Ich bin lacke da auch gerade rum. Das ist nicht meine Linie. Dies ist nicht meine Linie. Wieder da. So, bei 307 Verfrühung warten, bis der Bus in die Gegenrichtung vorbeigefahren ist. Hallo. So. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen, wegen mit Verfrühung ist nichts. Planhalt, Kirchstraße. Fährt aber schlecht. Heieiei. Also auf jeden Fall sehr kurvenreich hier. Ich verstehe immer solche Streckenplanungen nicht. Weil da gibt es ja in Wirklichkeit ja wirklich. Ja, also das ist ja jetzt hier ja kein Quark hier oder sowas. Aber ich würde da einfach die Straße durchreißen. Da ist doch egal, ob da ein Feld ist oder nicht. So, will jemand aussteigen? Ja, das will jemand aussteigen. So, 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 so. Jetzt, ja, da lang würde ich jetzt fahren. Da lang, bei uns spielen Sie die Hauptrolle. Ach, wirklich? Oh.
Keine mit 70 langfahren angeblich. Also mit 70 ist hier doch ein bisschen zu. So, sogar für ein Auto einfach viel zu gefährlich. Nichts mit 70 lang cruisen. Das ist wieder der Bordstein. Ah, da ist das Schloss. Was fast. Nur ein fast Schloss. Plus Lahnhardt. So, ein weiteres Bild für YouTube. Auch öfter zu geben. In Wuppertal gibt es ja auch irgendwas mit Elend. Oh, so, lass kurz mal hier. Na. Ich weiß immer nicht, wie man diese Kurven noch besser kriegen soll, ohne dass die halt immer gleich Lust hat. Ich glaube halt, bremsen. Ist aber nett, dass da wenigstens noch mal so ein kleiner Hinweis kommt. Bremsen. Du solltest eventuell jetzt bremsen. Weiß noch, warum es Elend heißt. Ja, will keiner hier. Musst du so höllisch aufpassen, ja.
Was setzt du denn da einfach auf, denn? Du kommst auch gleich wieder lang. Oh, Schäfchen. Schäfchen! Oh, wenn ich daran denke, dann muss ich jetzt einschlafen. Weißt du, so. Boah, wer baut denn so was hier? Das ist ja Wahnsinn. Die Karte wurde doch einzigst gebaut, um. Boah, fällt der Scheiße. Um sie Spieler zu ärgern, oder? Das ist doch. Nur dafür wurde das gebaut, ey. So, aussteigen. Raus mit dir, raus! Und jetzt kommt die Endhaltestelle, ihr Lieben. Oh, 4 Minuten Verspätung. Und die jammern hier alle. So schön wieder einfach ganz beantragt. Wird sie an der Stelle erreichen. Hey, jetzt fahren Sie mal anständig da vorne. Hey, nein, machen wir nicht. Wir haben doch keine Zeit. Oh, genau. Wenn du jetzt natürlich noch so eine Mülltüte hier vor dir hast, hier, dann vergeht ja auch alles. Ach Mensch. Also wenn man hier von einer interessanten Linienführung spricht, kann ich das absolut nachvollziehen. Also das ist ja nun wirklich hier alles andere als entspannt hier fahren. Artet hier schon fast ins Arbeiten aus. Aber ich muss sagen, gerade gefällt mir. Weil es halt mal was komplett anderes ist. Also hier ist es wirklich mal herausfordernd. Genauso ein bisschen wie die Karte Wuppertal. Also die war. Also hier diese die neue die Mini-DLC. Also die war wirklich herausfordernd gewesen mit diesen Anhöhen und Tiefen und dann wieder hoch und wieder runter. Also super eng, habe ich ja gehört oder gelesen natürlich von euch. Vielen Dank an der Stelle. Dass es halt wirklich so ist, ja. Das ist schon Wahnsinn. Also. Da muss man wirklich mal den Hut ziehen, wa? Von als Busfahrer so. Wenn man sich mal so die anderen anhört, ja, wo der eine da vielleicht 10 Minuten fährt und schon eine Pause hat oder sowas, ja. Die müssen da richtig knüppeln, ey. Das ist schon Wahnsinn.
Oh, hier hängt Glas in der Luft. Alles Bumme. In Not ist auch schon passiert. Siehst du, wenn es so hügelig ist? Ab zum Großweiher, Einbahnstraße. Sprich, uns kann nichts von vorne kommen. Sollte auf jeden Fall nicht. Müsste man hier noch Radfahrer immer so einbauen. Großweiher Terminus. Gut, Leute, das war's. Das war's. Zu spät, zu spät, zu spät, ja. Und die jammern rum, weil wir einfach zu langsam waren, verstehst du? Und die meckern rum, so, war doch nicht so schnell die Kurve. Leute, das war's. Das war wieder eine weitere Folge Omsi. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge wieder mal gefallen hat hier mit mir, auch wenn es ein bisschen ruhiger wird jetzt in so letzter Zeit. Ich versuche natürlich immer spannende Themen für euch hier, aber manchmal, ja, da klappt es einfach nicht. Da weißt du immer dann nicht, was du so erzählen sollst. Und naja, vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen entspannter dadurch für euch, da einfach mal ein bisschen länger zu gucken, wenn der Typ da, der da immer hier quatscht, hier immer wieder quatscht. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Omsi-Video wieder, wenn es weitergeht hier mit einer neuen Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, den Daumen nach oben. Sonst, ja, schaut einfach mal bei uns wieder vorbei. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und sonst, ja, viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.